Robert Kowarik. Sexologische Balneotherapie. Kurortbehandlung sexueller Störungen. Über dieses Buch. Das, was in diesem Buch vorgestellt wird, ist insofern einmalig, weil die sexologische Balneotherapie als ein Fach noch gar nicht existiert und das Wissen darüber ein Spezialgebiet darstellt, von dem in der Weltliteratur so gut wie nichts zu finden ist. Die Sexualität gehört zu den wichtigsten Funktionen in der Natur, weil von ihr das Überleben aller Gattungen in den riesigen Zeiträumen der Evolution abhängt. Dementsprechend wird sie weitgehend genetisch verankert, vererbt, automatisiert und technisiert. Der für die Gattung phylogenetisch wichtige Sexualtrieb steht in der Werteskala manchmal höher als der nur individuell wichtige Überlebenstrieb, wie ich später noch erläutern werde. Die psychologischen Faktoren spielen zwar in dem menschlichen Sexualleben eine sehr große Rolle, doch entscheidend sind sie für die gesunde Sexualität nicht unbedingt. Auch ein Mensch mit einer sehr niedrigen Intelligenz und mit den seltsamsten psychologischen Eigenschaften kann trotzdem, oder vielleicht gerade wegen seiner fehlenden psychologischen Hemmungen, einen sehr starken Sexualtrieb aufweisen und unter keiner Sexualstörung leiden, wie es aus der forensischen Sexologie und Kriminologie bekannt ist. Dieser wilde Typ des animalischen Sexualpartners wirkt auf manchen Partner manchmal sehr attraktiv, wovon auch die Vorliebe mancher Menschen für die unter Alkohol enthemmte Sexualität zeugt. Die psychologische Problematik, die ich sonst sehr schätze, ist also sekundär, und in meinem Buch wird sie weitgehend ausgeklammert. Es gibt genügend bessere Autoren auf diesem Gebiet, als ich es bin. Sexologische Balneotherapie widmet sich dagegen der primären, technischen Seite der gesunden, nicht devianten Sexualität, welche aus vernetzten sensorischen Empfindungen, sowie hormonellen, und vor allem neurophysiologischen Reaktionen und Aktionen hervorgeht. Dieses Buch, über die physiologische Steigerung der sexuellen Aktivität und Reaktivität bei Mann und Frau, richtet sich in erster Reihe an Ärzte, die in Kurorten arbeiten oder schon gewisse Kenntnisse auf dem Gebiet der physikalischen Therapie haben. Aber auch manche Heilpraktiker und das Laienpersonal in Wellness-Hotels können von diesem Buch profitieren, weil die Steigerung der Sexualität keine ausschließlich ärztliche Aufgabe ist. Dementsprechend habe ich versucht, den Stoff in einer leicht verständlichen Weise darzustellen. Auch wenn die Behandlung von Sexualstörungen keine ausschließlich ärztliche Angelegenheit ist, sondern die Optimierung sexueller Befindlichkeitsstörungen eigentlich jedermann erlaubt ist, gilt dies nicht für all die hier vorgestellten Methoden. Einige Behandlungen, wie die invasive CO2-Injektionstechnik, aber auch die Elektrotherapie, die Ultraschalltherapie oder die geschlossene Kohlendioxidgasbehandlung, unterliegen dem deutschen Heilpraktikergesetz und dürfen nur von Ärzten straffrei durchgeführt werden. Die vielseitigste und wirksamste CO2-Methode Bioteriq darf zwar auch von medizinischen Laien für nichtmedizinische Zwecke frei gewerblich angeboten werden, aber nur dann, wenn der Anwender eine entsprechende Schulung besucht und eine Lizenz erwirbt. Näheres dazu können Sie an der Seite www.bioteriq.com erfahren. Das Buch beinhaltet balneologische Informationen, welche sowohl aus den modernsten wissenschaftlichen Ergebnissen stammen, als auch durch meine eigenen sexologischen und kurörtlichen Erfahrungen auf diesem Gebiet seit 1975 begründet sind. Auch den Sexologen kann es neue Behandlungsmöglichkeiten am Wohnort zeigen, denn bestimmte balneologische und physikalisch-medizinische Methoden funktionieren auch außerhalb des Kurortes und werden nachahmungsfertig, respektive gebrauchsfertig erläutert. Einige Tatsachen werden mehrmals angesprochen, jeweils aus einem anderen Blickwinkel. Das ist beabsichtigt. Vorwort. Die Häufigkeit der sexuellen Störungen in unserer Gesellschaft ist sehr groß. Seinerseits veröffentlichte die Abteilung für Sexualforschung bei psychiatrischer und neurologischer Klinik in Hamburg eine Information, dass dort mindestens 1100 Konsultationen mit Patienten stattfanden, die unter Sexualstörungen litten.
Im Unterschied zu früheren Feststellungen handelte es sich überwiegend um Frauen. Untersuchungen des Sexologischen Institutes der Karls-Universität in Prag bestätigten eine Sexualproblematik bei 35% Kurbehandelten Frauen in Franzensbad. Bei Menschen mit Herzbeschwerden ist dieser Prozentsatz noch größer. In der heutigen Zeit der Überflutung mit verschiedensten Informationen, psychologischem Stress, ungesunder Lebensführung, Nichtrespektierung der neurovegetativen Biorhythmen und des allgemeinen Erholungsdefizits, sind es vor allem sexuelle Störungen des Typus Minus, die es zu therapieren gilt, mangelnde Libido, ungenügende Lustempfindlichkeit und schwache Reaktivität. All diese Probleme lassen sich physiologisch, ohne Medikamente, nur mit den natürlichsten Impulsen lösen, sogar mit dem Vorteil der allgemein verbesserten ganzkörperlichen und psychischen Leistungsfähigkeit. Die Überflutung mit sexuellen Reizen in der Werbung, Internet und Fernsehen hilft nicht, sondern verschärft nur das Bewusstsein für diese Problematik. Der Vergleich mit den professionellen Models führt oft zum Stress und zu Minderwertigkeitsgefühlen, welche für eine gesunde Sexualität kontraproduktiv sind. An der Entstehung und Fortdauer der Sexualstörungen beteiligen sich viele Ursachen. Auch wenn es heute endlich wirksame Sexualstimulantien wie Viagra, Cialis und Levitra gibt, sind diese Mittel insbesondere bei herzkranken Menschen nicht ohne Gefahr. Die Pharmafirmen empfehlen nicht ohne Grund. Wenn Sie die Risiken von Viagra in Kauf nehmen, dann möglichst nur vorübergehend, und unternehmen Sie alles Menschenmögliche, um Ihre Potenz auf natürliche Weise wiederherzustellen. Sexuelle Hormone haben ihre eigenen lebensgefährlichen Risiken, und jede sexotherapeutische Pharmakotherapie führt letztendlich zur Chronizität und Abhängigkeit. Mein größter Vorwurf an alle ausschließlich mit Medikamenten arbeitenden Ärzte ist, dass diese ungeachtet der von der Natur vorgesehenen unterstützenden parasympathischen, trophotropen, neurovegetativen Lage auch bei gesteigertem Sympathikotonus manchmal neurovegetativ ungeeignete Medikamente verordnen, was schädlich und iatrogen ist, die Quote der Nebenwirkungen erhöht, den Erfolg schmälert, respektive bei geringerer Ansprechbereitschaft des Körpers zur lebensgefährlichen Steigerung der Dosis verführt. Bahnbrechende Arbeiten von V. Masters und V. Johnson entwickelten einen neuen Typ der Sexualbehandlung auf der Grundlage der Aktivierung und der Reedukation der Sexualfunktionen. In breiterem Wortsinn kann zu dieser Behandlungsgruppe auf funktioneller Trainingsbasis auch die kurörtliche Behandlung von Sexualstörungen eingeordnet werden, die jedoch noch viele weitere Vorteile gegenüber jeder bisherigen Sexotherapie hat. Ihre hohe Wirksamkeit erfolgt sowohl durch viele unspezifische Mechanismen, als auch durch spezifische Fazilitation der Sexualfunktionen auf der Basis des ganzheitlich funktionell optimierten Organismus. Die für manchen Leser vielleicht etwas schwierige neurophysiologische Sicht ist dabei sehr wichtig. Sie ist die ganz entscheidende Grundlage einer außerhalb des Bewegungssystems relativ wenig bekannten neuronalen Behandlungsstrategie, nämlich der Fazilitation. Die Sexualität neurophysiologisch zu analysieren, gibt uns nicht nur eine praktische Art der Klassifikation, sondern offenbart automatisch auch die ursächliche Therapie für jede solche Störung. Da die Sexualität im Prinzip eine neuronenvermittelte, sensorische und motorische Funktion ist, lassen sich die Taktiken der Fazilitation des Bewegungsapparats auch auf sie anwenden. Die Fazilitätstherapie ist sehr einfach, individuell und kreativ, nachdem man ihr Wesen begriffen hat. Dasselbe gilt für die Kurortmedizin.